Denn die Hysterikerinnen sind es ja niemals. Sie mögen subversiv antisexuell agieren, aber sie tun dies aus verzweifelter Anästhesie. Kommen sie dann zum Beispiel zur Nymphomanie im Versuch, dennoch das angewendet, das verwendet, das gebraucht werden, das mit dazugehören, das verwendet und verwandelt werden, dennoch ekstatisch über Hintertüren wieder einzuführen. Siehe das Beispiel von Marie Bonaparte oder dieser Film im Zeichen des Stieres. Das erfolgt also nicht bei Wesen, die die Verlockungen der Real-Neuschöpfungs-Umtransformierungspotenz biologisch eingepflanzt ist, dass sie davon dieser Potenz ablassen könnten, aus freiem Willen. Denn es gibt Frauen, die keine Nachwuchs zeugen und keine Kinder kriegen, aber auf die Potenz der Universumsgenerierung, der Neuerschöpfung, will keine verzichten. Ich kenne jedenfalls kein Beispiel aus der Geschichte. Man müsste bei Poetinnen suchen, wie Bachmann, die aber das Pech hatte, nur auf solche Bünzlis wie Frisch zu stoßen, oder solche Schlappschwänze und Feiglinge wie Celan, der ihr seine Entourage vorstellte. Ein jüngstes Beispiel ist die Aussage von Ronja von Rönne, worüber wir uns vor kurzem schon ausgemehrt haben.